Willkommen zurück zu Let's Play Paper Mario The Origami, Origami King. Letzte Part sind wir hier einmal lang gegangen. Und hier einmal lang gegangen. Wir kommen auf beiden Seiten nicht weiter. Auf der linken Seite fehlt uns was. Wir haben Strohhalm gekriegt. Kommen wir mit dem Strohhalm hier durch? Bin mir nicht sicher. Und auf der rechten Seite fehlt uns Knochen, die wir nicht bekommen. Wir müssen da einen Ersatz finden für die beiden Knochen trocken. Aber wir gehen jetzt erstmal hier weiter. Wir müssen erstmal die Häuser abklappern, denn wir haben noch nicht alle Häuser begutachtet. Und ja, ich bin sehr Gegner? Nee, ein Toad. Wenn du nicht weißt, wohin, sieh die einfach die Informationstafel draußen an. Dann findest du dich den ganzen Schugulan zurecht. Vielen Dank. Umgucken tun wir es trotzdem nochmal. Was ist mit den Dingern hier auf sich? Ich verstehe aber auch nicht. Also klar, zum Kochen, ne? Aber, warum man die jetzt alle verhauen kann? Ich weiß nicht. Ah, nice. So, was haben wir hier? Wurfstand-Dojo. Eingang hier. Okay. Einmal hier ein grundloses Loch flicken. Ein paar Münzen dafür erhalten. Und dann gehen wir mal rein. Mir schwant Übles. Ich bin ehrlich zu euch. Mir schwant Übles. Hallo? Expertenpunkte. Höchstpunktzahl 99 Punkte. Toad. Heutiger Rekord 000 nix. Da oben ist ein Dings. Können nichts machen hier. Aber wir können hier rein. Dieses Shogunland, ne? Eins sage ich euch. Man kann hier tatsächlich kaum was machen. Irgendwie muss man ständig irgendwo was holen. Um weiterzukommen. Ich verstehe es aber auch nicht so ganz. Aber optisch ist das schon sehr cool. Ja. Okay. Der Typ vom Wolfstein-Dojo ist nicht da, nie da. Vielleicht hat er sich wieder im Dienstzimmer versteckt. Hält wahrscheinlich wieder mal ein Nickerchen. Dienstzimmer? Ich sehe hier nirgends von. Da habt ihr nirgends von Zimmer gesehen. Naja, sonst hätte er irgendwie uns irgendwo einen Tipp gegeben, ne? Wenn wir da. Wir haben so gut wie alles abgeklopft. Dementsprechend, ja. Hm. Dann gehen wir erstmal weiter nach Norden. Oh, also das ist mein beeindruckendes Schloss. Es überragt den ganzen Park. Die Toads, die hier arbeiten, werden da drin gefangen gehalten, oder? Dann mal los. Na gut, jetzt hört mal her. Wir retten die Toads, lösen die Luftschlangen und retten den Park. Und dann haben wir so viel Spaß. Klatsch, klatsch. Das Tor geht nicht auf. Sie hätten ja auch einfach mal klopfen können. Hallo, ist da jemand? Sorry, dass ich in euer Tor gekracht bin. Mach doch mal Aha auf. Ich glaube nicht, dass uns diese Falschschergen einfach aufmachen, Tantchen. Ach, allein komme ich ja nicht weiter. Für ein Leichtgewicht wie mich ist dieses Tor so schwer. Mario-san, ich ersuche dich um deine Hilfe. Öffne dich! Öffne dich! Öffne dich! Hey, das war schon gar nicht schlecht, Tantchen. Ich würde dir helfen, aber ohne Hände geht das ja eher schlecht. Hm? Seht mal, da ist ein Schlüsselloch. Oh, supi. Wir müssen nur noch den Schlüssel finden. Kein Ding. Aber der Schlüssel könnte überall versteckt sein, Tantchen. Stimmt ja. Dieser Park ist riesig, dann fange ich mal besser an zu suchen. Das ist die beste Idee, die du jemals hattest. War so klar. Hey, ich habe zufällig mitgehört, dass ihr euch über die Schlüssel unterhalten habt. Ich könnte euch da weiterhelfen. Das Personal hier muss abends vor Dienstschluss jeden Bereich des Parks einzeln abschließen. Wenn du das Dienstzimmer findest, findest du sicher auch den Schlüssel zum Tor. Frag mich nicht, woher ich das weiß, ist ja nicht so, als dass ich mich über Nacht hier verstecke, um so viel Zeug zu essen, wie ich will. Shogun-Theater. Okay, gehen wir erstmal nach rechts und bevor wir nach links gehen. Was haben wir hier? Nix. Warte mal, halt. Wir haben noch hier, wir können doch hier den Sticker abreißen, oder?
Eine kleine Abkürzung, ne? Öffnen wir mal. Sehr schön. So. Gucken wir mal irgendwo, was drin ist. Da ist noch eine Libelle, ne? Jemand, der echt fertig aussah, ist in Richtung Ninja-Haus gegangen. Stimmt ja, wir suchen ja eben einen grünen Verdächtigen oder so. Ich habe den Verdacht, es könnte Luigi sein. Machen wir erstmal die hier kaputt. Okay, oh Gott, wie sind so viele immer? Okay. Ich würde sagen, so. Und dann so, ne? Sind das Sniffles? Das sind Sniffles. Okay. Klonk, klonk, klonk und klonk. Bei den Sniffles, wir haben im letzten Part ja gelernt, dass die Freunde rufen können, wenn wir sie nicht beim ersten Mal besiegen. Deswegen müssen wir da verstärkt auf höheren Skill setzen. Deswegen benutzen wir die Kürzerhammer einfach mal. Und Bamski. Sehr nice. Wir gehen erstmal weiter, bevor wir da reinlaufen. Na, erstmal gucken, erstmal sowieso gucken. Hier sind ein paar Leute vom Parkpersonal durchgekommen. Das Dienstzimmer muss also ganz in der Nähe sein. Ja, wir haben ja erstmal hier noch ein paar Löcher zu stopfen. Sag das mal nichts, ne? Öffnen? Ah. Okay. Was ist das denn? Ach. Sitzbank. Ein Schatzmini. Ja. Gut, was haben wir hier denn drinne? Lass uns mal reinschauen. Das ist ein Toad. Ja. Wenn das kein Toad ist, dann weiß ich auch nicht. Mich irritiert der Bomb-Om dabei die ganze Zeit, der Partner. Halt, wer ist da? Oh, du bist Mario. Tut mir leid, ich dachte, du wärst einer von den Eindringlingen. Ich habe eine höchst verdächtige Gestalt gesehen, die sich hier hereingeschlichen hat, als ich noch gefaltet war. Der Typ hat grüne Sachen und eine grüne Mütze getragen. Höchst verdächtige Farben, findest du nicht? Ja, äußerst verdächtig. Warum hast du sagen? Grüne Sachen, grüne Mütze. Der Typ hat den ganzen Raum abgesucht. Höchst verdächtig. Du bist sicherlich tot, oder? Ich hoffe es mal. Mario, zum Glück bist du da. Das Shogunland wurde von Origami-Truppen überfallen. Das ist so absolut nicht historisch korrekt. Ich meine, fies. Es ist fies. In unserem Dienstzimmer hier findest du alles, was du brauchst, um dich ins Schloss zu schleichen. Ganz besonders den... Was? Der Schlüssel! Ist weg! Der Schlüssel ist weg! Diese Dramaturgie. Der Schlüssel! Er ist weg! Der Schlüssel ist weg! Ja? Nicht so laut, wir stehen auch direkt neben euch. Oh, tut mir leid, Kleiner, der Schlüssel ist eben einfach echt wichtig. Mit diesem Generalschlüssel kann man jede Tür in Shogunland aufschließen. Jede Tür? Wow, dann ist das ja quasi der König aller Schlüssel. Den müsst ihr finden, egal wie, auch wenn er verschwunden scheint. Es ist wichtig. Quasi wie der Knochenschlüssel in der Elder Scrolls Serie. Was haben wir hier? Oh, das ist Donkey Kong. Nice. Hey, das ist ja Mario. Willkommen in Shogunland. Oder besser, willkommen im Dienstzimmer des Shogunlands. Hier bewahren wir zwischen den Events die Requisiten auf. Diese Maskenplatz beispielsweise sammeln schon eine ganze Weile Staub. Probier sie ruhig an und nimm sie gleich mit. Mach, wonach immer dir ist. Man zahlt ja nicht genug, damit es mich kümmert. Machen wir gleich. Wir gucken erstmal hier in die Schränke. Oh. Hallo? Daneben. Viel Glück beim nächsten Mal. Ah, Mario, hallo. Ich leite das Wurfstein-Dojo. Das ist unsere beliebteste Attraktion. Normalerweise habe ich so viel zu tun. Aber heute kam kein einziger Besucher. Also habe ich die Gelegenheit genutzt, um einmal meine Augen auszuruhen. Jetzt sollte ich wohl besser zurück zum Wurfstein-Dojo. Kommt doch mal vorbei und seht euch an. Keine langen Schlangen heute. Machen wir gleich im Anschluss. Nur damit ihr wisst, ich habe keineswegs geschlafen. Ich habe sogar meine Mittagspause hindurchgearbeitet. Und jetzt geht's weiter. Okay, ja, ich glaub dir doch. Testen wir erstmal die Masken hier aus. König des Urwaldsmaske. Verdächtig vertrauter Primatenlook. Fehlt nur noch die Banane. Warum probierst du es nicht mal, Mario?
Was für ein Tier soll das denn sein? Dieses dumpfe Geräusch klingt fast wie ein Donk Donk. Ich mag den Rhythmus. Da hören wir gleich einen Kong dazu schreiben. Song meine ich. Ja, cool. Und die Gummamaske? Eine sehr realistische Gummaverkleidung. Perfekt für Infiltration geeignet. Sehr gut. Okay, ja, sehr nice. Was gibt's denn da zu lachen? Warum, warum lachen die sie kaputt? Sie sollte wirklich etwas mehr unter Leute gehen. Ja, tatsächlich. Ach komm schon, ich kann bald nicht mehr vor lachen. Mario, mit dem Kopf einen super gefährlichen Papa zu schenken, das sieht zum Schreien aus. Das ist so albern. Total albern. Wahnsinn, Onkel, du bist ja ein echter Komiker. Das wird sich noch als Lützi erweisen, wenn wir sie einmal so sehr zum Lachen bringen müssen, dass sie fast zerknittert. Ja? Oh, wir haben so viel gelacht, dass mir meine Knicksstellen wehtun. Und die Samus-Maske nehmen wir auch mit, ne? Weltallkriegerinnen-Maske. Galaktisch getarnt. Leider ohne Feature zur Ballverwandlung. Schade. Kein Morphball. Das ist so nice. Da hat man auch nicht alle Tage. Ich glaube, er kämpft gerade gegen jemanden. Das sieht echt spacey aus. Feuert er mit seinen Händen Beams ab? Das würde ich gerne mal am Samus-Tag im Park versuchen. Oh Mann, ey. Diese Anspielung, ne? Sonst was zu sagen? Diese Sachen brauchen wir nicht mehr. Probier sie ruhig aus und nimm sie gleich mit. Nur zu. Okay. Wer hat denn nur die Generalschlüssel geklaut? Naja, wie auch immer. Wir gucken erstmal, bevor wir jetzt die Generalschlüssel suchen. Und bevor wir hier in den Raum da links gehen, an dem wir eben vorbeigegangen sind. Würde ich gerne schon dieses Minispiel einmal mitspielen. Dieses Shuriken werfen, glaube ich, war das. Und anschließend gehen wir dann hier mal rein. Da ist schon ein Ninji. Naja, gucken, ich bin sehr gespannt. Hey! Oh, hallo Mario, ich wollte ja meinen Wurfstein-Dutsch wieder öffnen, aber hier hat mein Wurfstein mitgehen lassen. Ja, was mache ich denn jetzt? Einfach drauf hoffen, dass mir jemand mal anders seine Wurfsteine gibt? Ich habe hier zufällig hier einen Kanalter gelagen. Was denkst du, ist das hier eigentlich eine keine Wurfstein-Dojo? Oh Mann, okay, Leute, wir gehen wieder zurück. So, hier waren wir noch nicht. Machen wir jetzt dieses große Loch mal dicht. Das ist ja fürchterlich groß. Beinahe gigantisch. So, hier haben wir jetzt auch noch Räume. Alter, ist das groß hier. Nix? Puh, ich bin gerettet, aber mein Mund schmeckt nach Asche. Wir brauchen unbedingt eine Erfrischung. Vielleicht spült eine gute Tasse Tee den Rußgeschmack weg. Im Teehaus zu ruhigen Röhre habe ich einen komischen Kerl gesehen, der seinen Tee mit einem Strohhalm trank. Okay. Wir brauchen unbedingt... Ja, okay. Ja, okay. Rußgeschmack. Lecker. Furchtbar lecker. Köstlich! Einfach nur. Um dich kümmern wir gleich. Ich möchte jetzt erstmal dieses Gebäude abchecken. Man kann da tatsächlich auch überall rein, ne? Das ist ja fürchterlich. Nein! Origami Galumbas? Okay. Sonst benutzen die immer Koopas, aber Galumbas ist doch auch mal was Neues. Eins haben wir noch. Ja. Wie? Ach, da waren noch welche. Ich habe die gar nicht gesehen gehabt. Ja, gut. Dann benutzen wir hier die Eisenstiefel, oder? Ja, komm. Ja, manchmal entgehen mir Gegner. Tut mir leid. Aber so habt ihr mehr von den ganzen Galumbas hier. Ist da auch was. Ich will es einfach mit. Komm, wir hauen einfach mit dem Hammer rauf. Und das reicht sogar. So, was könnt ihr denn? Du kannst gar nichts. Wir gehen aus dem Zug.
Okay, die sind nicht so ganz so stark, aber ich habe ja die Abwehr-Dingens. Bring es zu Ende. Ich bring es zu Ende. Jetzt stirbt die einfach. Und bam. Ich wünsch dich für Mario, ja. Wer wünscht sich das nicht? Okay, sonst ist hier gar nichts. Außer ein paar Galumbas. Aber auch nice, dass Galumbas auch mal wieder in Paper Mario Einzug finden. Gab's die überhaupt schon mal in Paper Mario? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht. So, hier noch Geld drinne? Nee. Dann gucken wir mal, was das hier bedeutet. Suchen wir mal. Ach, da. Was soll denn da? Achso, schlagen, okay. Achso, schlagen. Das Gebäude auf der anderen Seite des Flusses ist das Haus der Heimtücke. Ich schwöre, ich schwor niemals wieder dorthin zurückzukehren, doch mir obliegt die Pflicht, meinen Meister zu rächen. Er hat da drin mal seine Brille verloren. Oh. Das Gebäude auf der anderen Seite des Flusses ist das Haus der Heimtücke. Okay, ja, mir obliegt die bla bla bla. Gut. Hey Ninji. Alles gut bei dir? Ich dachte, dass wir heute mit Wolfstein trainieren würden, doch heute ist Bambusrohrtag. Ach, Schande über mich. Ich möchte nicht zurückbleiben. Es muss etwas geben, mit dem ich unter Wasser atmen kann. Ich habe hier, hier. Bitteschön, ein Strohhalm. Reicht dir das? Vortrefflich, das ist perfekt. Fast so, als wäre diese Röhre für Ninjutsu gemacht. Ich schlage Handel vor. Eure Röhre zum Luft holen für meine Wurfstände. Nun, was sagt ihr? Klar? Oh, danke, ich danke euch. Meine Wurfstände sollen nun euch gehören. Sehr gut, sogar ein Set. Ein Satz Wurfstände, Grundausstattung jedes guten Ninja. Richtig. Und jetzt macht ihr nicht den Naruto und fangt an, hier in Dunkel zu leuchten. Warum schmeckt sogar nach Tee mit einem Haufen von Limo? Okay. Dann gehen wir mal nach oben. Die ist verdächtig. Wollen deine Falten aber mal nicht so wie du willst, drück dann einfach R, um die Ausrichtung zurückzusetzen. Woher ich das weiß? Ach, mach dir darüber keine Gedanken. Nee, warum auch Gedanken machen? Wir benutzen den Kanaldeckelhaken. Nein? Okay, dann gehen wir jetzt zum Wurfsteinhaus. Los geht's. Erneut. Okay. Wurfsteine habe ich. Ohne Wurfsteine, ja. Okay, ja, ich habe hier ein Set Wurfsteine. Bitteschön. Hey, Mario, das war Wurfsteine dabei. Ich frage mich ja, was du mit denen vorhast, aber äußerst praktisch für mich. Ich weiß, was dir gerade auf Zunge brennt, kann der nicht endlich seinen Wurfsteinen-Dojo wieder aufmachen? Na klar, kann ich. Moment, ich wollte ihm doch seinen Spruch reindrücken. Können wir noch einmal von vorne anfangen? Was ist das hier für ein Ort? In Wurfstein-Dojo kann man mit Wurfstein auf Ziele werfen. Wenn man den Normalmodus schafft, gewinnt man einen Baseball mit Autogramm. Signiert von einem echten Promisportler. Oh, das klingt ja so viel Spaß. Können wir das nicht mal einmal ausprobieren, Mario? Klar. Weil ihr mir geholfen habt, lasse ich euch umsonst trainieren. Tretet ruhig näher. Welchen Modus wollt ihr ausprobieren? Wir üben erstmal. Erstmal ein bisschen üben, ne? Probier erstmal Übungsmodus aus, wie man Wurfstände wirft. Stell dich dazu an eine Station und feuer mit B einen Wurfstein auf eines der sich bewegenden Ziele. Wer von Wurfstein abgefeuert, muss erst der nächste geladen werden. Also denk von der Abfeuerung gut nach. Dann versuch doch mal innerhalb deines Zeitlimits 10 oder mehr Punkte zu holen. Bereit? Übungsmodus, los. Okay. Okay. Das ist ziemlich nice. Ich find's nice. Ganz ehrlich. Batzki. Ey, ich war noch nicht fertig. Zeit um, du hast 21 Punkte. Hey, du bist ja ein Naturtalent. Mit 21 Punkten bist du mehr als bereit für Normalmodus und Expertmodus. Such's doch mal. Möchtest du weiter üben? Nein. Danke fürs Spielen, komm jederzeit wieder. Ich würde gerne den Normalmodus machen. Willkommen zurück. Da seid ihr ja wieder. Normal bitte. Sehr nice. So, wir haben genug geübt. Jetzt geht's an die Eingebaute. Und den Normalmodus zu gewinnen, brauchst du exakt 21 Punkte. Bekommst du über 21 Punkte, kannst du deinen Punktzahl wieder senken, indem du die Ziele mit den Minuszahlen triffst. Bereit für den Normalmodus? Denk dran, du musst ganz genau auf 21 Punkte kommen. Und los. Fertig, los.
Sehr nice. Okay. Wow. Minus 1 will ich nicht. Nee, nee, ich brauche 2 Punkte. Okay. Ah. Okay, jetzt brauche ich minus 1. Alter, das war ganz schön schwer. Wenn wir den hier machen und dann minus 3. Fehlt uns nochmal minus 3, ne? Genau. Ganz genau, ein Punkt. Du hast es geschafft und den Normalmodus gewonnen. Gib mir die Autogrammkarte. Glückwunsch, du hast den Normalmodus geschafft und hier ist ein ganz besonderer Preis. Ein Baseball, der von mir höchst selbst signiert wurde. Jaha, ich war nämlich früher selbst fast ein halber Baseball-Profi-Amateur. Heb diesen Ball gut auf, der ist ja irgendwann eine ordentliche Kleinigkeit wert. Danke, den kann man eintauschen gegen die Knochen trocken, ne? Danke fürs Spielen, komm jederzeit gerne wieder. Ja, aber jetzt würde ich gerne den anderen Modus probieren. Experte, bitte. Was ist der Unterschied jetzt eigentlich? Und mal, wie schwer ist das? Oh Gott. Und im Expertenmodus musst du nur 80. Außerhalb, wenn der Höchstpunktzahl fest ist. Also gib alles. Zeig uns, was du kannst. Also dann Expertenmodus. Los! Bestimmt voll schnell. Wow, cool. Das ist ziemlich nice. Nein, minus. Alter, wow. Lass mich raten, die Toads darf ich nicht treffen. Okay. Oh, Mist. Acht. Sehr nice. Alter, wow. 60 schon mal. Zwei Punkte brauchen wir noch. 80. Sehr gut. Zellum, du hast 80 Punkte. Hey, das ist ja ein neuer Rekord. Sehr gut. Du hast mindestens 80 Punkte erreicht, dass du diesen einmaligen ganz besonders extra Preis gewonnen hast. Der Pappmacho Cooper. Hat sich doch gelohnt. Vielen Dank fürs Spielen. Komm jederzeit gerne wieder. Und dann würden wir halt einen Pilz gewinnen, ne? Gut. Aber wir haben jetzt den Baseballschläger. Und den Ball. Oder war. Nee, was war der Ball? Wir haben keinen Baseballschläger, wir haben einen Ball. Und damit. Den können wir jetzt eintauschen. Bei den Knochentrocken-Brüdern dort. Also auf hin. Dim, dim. Hallöchen. Ja, ich wünschte, wir hätten etwas Besseres. Ich habe hier zufällig einen weißen Baseball, signiert vom Besitzer des Wurfstein-Dojos. Hey, mit sowas könnten wir prima Ball spielen. Würdest du das runde Ding gegen diesen Knochen tauschen? Aber gerne doch. Viel Spaß mit den Knochen. Extra Knochen eines Knochentrockens, ein Genuss für Hunde. Und das war wahrscheinlich der nächste Hint, den wir bekommen haben. Dann auf zum Kettenhund. Es ist jetzt ziemlich hin und her hier, ne? So, Kettenhund. Ich habe was für dich. Da steht Ketterriemchen, obwohl, ja, ich habe einen Knochen. Ein Papierknochen. Bitteschön. Gönn dir. Und irgendwie sind meine Kopfhörer voll falsch. Auf dem Kopf. Bevor wir die runterfallen. Hey, das war jemand hungrig. Kann man jetzt streicheln? Ich werde das versuchen. Nein. Das ist voll niedlich gemacht, ne? Oh. Hey, was für ein Riesenherz. Die musste ich wirklich mögen, Tantchen. Oh, ich musste sie einfach streicheln, wenn sie nicht versucht, einen den Kopf abzubeißen. Ist sie so süß. Plus 20. Krass. Ich glaube, deine KP haben sich schon erhöht, Mario. Stärker wirst du unten rein. Ich werde hier mega stark. Aber das bedeutet auch wieder, dass man sich wieder drauf einlassen muss, dass man mit normalen Angriffen
mit normalen Angriffen mehr Schaden macht, ne? Das heißt, man sollte nicht mehr zu verschwenderisch sein. Aber gut, dass wir Abkürzungen gemacht haben. Zack. Immer nochmal Schuhe. Stirb. Stirb. Manchmal hat das Spiel ein paar Aussetzer. Was bist du? Ach so. Geh mal hier rein. Ah, da. Nee. Da ist noch ein grundloses Loch. Sehr gut. Aber jetzt. Dürfen wir rein? Ja, wir dürfen rein. Was geht hier drin ab? Einmal sehen wir hier einen Speichervorgang. Willkommen im Haus der Heimtücke. Hier erwartet Sie ein Ninja-Erlebnis der Extraklasse. Ganz genau. Gleich hier im Haus der Heimtücke. Gelingt es Ihnen, unbeschadet zu entkommen oder tappen Sie in die Falle? Finden Sie es heraus. Was? Ein Haus voller Fallen? Und sagt er unbeschadet? Heißt das, dass da einem drin was passieren kann? Das klingt alles richtig. Genial! Rätsel lösen, Fallen ausweichen und schleichen mit echten Ninja. Ich kann es kaum warten. Lass uns sofort reingehen. Ich möchte unbedingt da rein. Und Bobby sieht sogar schon aus wie ein echter Ninja. Dieser kommst du mit, oder? Ach, ich weiß ja nicht, Tante. Von Fallen und Tricks und Ninja in einer schlecht beleuchteten Bude habe ich ja keine Angst, aber. Ist diese ganze Sache nicht eher etwas für, naja, Kinder? Dafür fühle ich mich etwas zu erwachsen. Du Sony-Fanboy. Ach, jetzt einmal nicht so. Das wird bestimmt eine weitere tolle Erinnerung für dich. Eben. Einfach Spaß haben. Halt. Ah, Mario, unglaublich, dass du mich hier entdeckt hast. Ausgerechnet unter einen Felsen. Hast du dich etwa verlaufen? Kommt hier öfter vor. Zum Beispiel habe ich einen großen, dürren Kerl gesehen, der recht verwirrt aussah und da reingegangen ist. Okay, das ist wahrscheinlich so, dass Luigi da reingegangen ist, ne? Wenn die damit auf Luigi anspielen. Ich hau hier nochmal einmal rum. Und siehe da, da ist ein Fragezeichenblock. Den ich nicht aktiviert bekomme, weil ich dämlich bin. Und da oben ist noch ein Sticker, den will ich mir auch noch gönnen. So. Also tot versteckt. Na komm. Hey. Hey, danke. Die Wurfsteine auf diesem Schild sollten sich doch bewegen. Hoffentlich ist mit den Technikern alles in Ordnung. Ja. Ich hab mit dir geredet, ich wollte doch rüberspringen, meine Güte. Auf der anderen Seite können wir nicht, ne? Nee. Aber Leute, ich würde sagen, im nächsten Part gehen wir hier ins Haus der Heimtücke. Ich bedanke bei euch fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like und Kommentar da und abonniert, damit ihr nichts verpasst. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.